Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Ich muss sagen, mir gefällt immer wieder die Grafik von dem Spiel. Keine Ahnung, aber ist. Außer vielleicht jetzt die Gesichter von den Menschen, die sind ein bisschen teilweise merkwürdig, aber irgendwie habe ich mich da auch schon dran gewöhnt. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir doch. What? Wo kommt der denn her? Fällt mir die Grafik. Geil, jetzt sind wir hier oben. Danke! Aber irgendwie immer irgendwo hängen. Hier geht's nicht weiter. Okay, wir haben einen Phantom. Das heißt, jetzt müssen wir platt machen. Mit ein paar Schuss haben wir jetzt. Von wo sind wir denn gekommen eigentlich? Sind von hier gekommen, ne? Ja, genau. Wo ist es denn? Hallo? Was sehen Sie da im Glas? Ist er tot? Ja. Ach nee, er lebt noch. Jetzt ist er tot. Haben fast kein Psy-Hypo mehr, aber wir haben halt immer diese krassen. Was haben wir denn an Neuromods? 11. Weil ich überlege halt echt. Energie. Genau, ich überlege halt. Nee, Moment mal, was habe ich jetzt geholt? Elektronischer Impuls. Du erzeugst einen elektronischen Impuls, der innerhalb von das Ziel bist du. Nee, das habe ich mir doch gar nicht gekauft. Ich habe das. Kinetische Explosion. Okay. Kinetische Explosion 2. Du erzeugst eine physikalische Explosion. Die bist du 75 Schaden. Also vielleicht das oder eben. Ja, ich denke, das wäre nicht schlecht, um halt mehr Schaden zu verursachen. Aber ich gehe mal davon aus, dann kostet das auf Garantie auch mehr Psi. Aber trotzdem wird sich das wahrscheinlich rentieren. Oder. Wo hatte ich das mit dem? Genau, erhöht die Effektivität von Psy-Hypos um 50% auf 50 und das jetzt quasi holen, um es auf 100% zu verstärken. Dann brauchen wir halt weniger Psy-Hypos. Das wäre auch nicht schlecht. 3. Das würde halt genau auf 8 runtergehen, sodass wir halt so dass wir halt immer noch 8 haben, um Hacken 4 zu lernen. Aber ich würde das jetzt erstmal so lassen. Wenn wir das nächste Mal ein Psy-Hypo brauchen, bis dahin überlege ich mir das dann. So, Momente mal. Also hier war jetzt mit Sicherheit schon drin. Ja, hier war schon drin. Ich glaube, da war ich auch schon drin. Ja, an der Leiche war ich vorbei. Also hier war ich auch schon drin. Hier war ich auch schon drin. Hier war ich noch nicht drin, glaube ich. Ach, das ist Klo. Ja, hier war ich wahrscheinlich schon drin. Ja. Die Türen hab ich alle aufgemacht und hier kommen wir, glaube ich, nicht rein. Genau. Keine Mimics. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Das sind dann wahrscheinlich hier die Massenquartiere, wie es aussieht. Dann hat man halt keine Suite, sondern blöderweise so eine Wohnkapsel. Lässt die sich wenigstens schließen? Ich gehe mal davon aus, dass das. Ja, Moment mal, es sieht nicht so aus, oder? Hä? Aber hätte man doch hier auch noch ohne Probleme eine Art Tür einbauen können, die dann halt zugeht. Wenn man nachts schlafen will oder halt einfach besonders viel Privatsphäre genießen möchte. Merkwürdig. Paket abholen. Anders. Ein Paket ist da an der Rezeption. Wenn ich nicht da bin, der Türcode ist 0174. Bleibt aber unter uns. Mhm. Neuer Code. Wie kommt man denn zu den Raumkapseln, zu den Wohnquartieren da hoch? Hä? Ich sehe jetzt hier keine Leiter oder sowas.
da was drin liegt, ich weiß es nicht. Hier ist zumindest schon mal nichts. Lustig, dass man einfach durch diese... ich gehe mal davon aus, dass es entweder... Ja, es wird ein Kabel, dann durch diese Kabel durchspringen kann. Hätten sie echt noch was hochlegen können. Das meiste hier ist leer, okay. Oder man hat halt in einem Schrank eine Banane. Warum haben wir denn eine Banane im Schrank? Wieso findet man überhaupt solche Armbrustpfeile? Ich habe bisher einen einzigen Armbrustpfeil verwendet. Die kann man auch wieder einsammeln, wenn... Die geht nicht weiter. Die kann man auch einsammeln, wenn man sie abgeschossen hat und halt wieder rankommt. Also, wie habe ich denn davon jetzt? 41, das weiß ich wieso. Vielleicht sollte ich die mal recyceln, aber noch haben wir ja nicht so viele. Oh, Munition, nice. Immer gut, weil Munition bauen ist dann doch relativ teuer, habe ich gemerkt. Malia Fowles. Hier spricht Fowles. Officer Fowles, Malia. Ich habe eine wichtige Bitte, aber etwas heikel. Ich muss wissen, dass ich Ihnen bei einer Überwachung vertrauen kann. Ja, natürlich, Sir. Normalerweise kann ich so etwas nur nicht ohne Zustimmung von Chief Eleazar, der Personalabteilung und eines anderen Direktors tun. Diese Leute unterstehen mir, Malia. Ja, Sir. Verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Auge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut, Ihre Besucher. Ich protokolliere alles im Sicherheitscomputer. Gut. Schicken Sie mir am Ende der Woche einen Bericht. Ja, Sir. Liegen direkt mehrere Transcribes. Wir lesen einfach die Notiz. Die gelbe Tulpe. Fahren Sie mit uns im kleinen Rahmen. Achso, das hatten wir ja schon. Wollte hören, wie es dir geht, Sky. Ist nur ein Neuromod-Hangover. Ich fühle mich seltsam. Nicht zu fassen, dass du für Alex Clownshow in der gelben Tulpe gemoddet wurdest. Machst du Witze? Ich wollte schon immer ein Instrument spielen, hatte aber nie Zeit dafür. Es ist... Als würde ich die Noten im Kopf sehen. Es fühlt sich an, als hätte ich mit 7 damit angefangen. Außerdem wirst du mit mir auf der Bühne stehen, oder? Nur um dich aufzufangen, wenn du plötzlich umkippst. Und nur, wenn du mich davon abhältst, Alex zu verprügeln, wenn ich zu viel trinke. Okay, dann das nächste Transcribe. Hallo? Jetzt bin ich aber neugierig. Seid ihr bereit für eure Anweisungen, werte Dame? Hoffentlich bringt uns das nicht in Schwierigkeiten. Zumindest in keine großen. Als erstes müsst ihr zu dem Baum reisen, an dem wir unsere Initialen eingeritzt haben. Und was ist, wenn ich Julian Howard in die Arme laufe? Da. Schlechte Träume. Hallo Mama, ich habe schlechte Träume, seit du weg bist. Dr. Preston hat gesagt, ich soll sie malen und dann gehen sie hoffentlich weg. Ich hoffe, dass dir mein Bild gefällt und dass du bald nach Hause kommst. Hab dich lieb. Corey. Solltet ihr die Beine in die Hand nehmen. Julian der Oger kann es nicht leiden, wenn jemand seine Bäume anfasst oder seine Früchte. Wahrscheinlich wäre er weniger missmutig. Unter einem Steine werdet ihr eine magische Schlüsselkarte finden. Diese Schlüsselkarte wird euch alles aufschließen, was euer Herz begehrt. Oh, nun, dafür brauche ich keinen Schlüssel. Und keine Sorge, Michaela meint, ihr bekommt zur Feier eures Geburtstags frei. Ein Geschenk an die Liebste, neues Ziel. Finde den Baum mit den Initialen des Paars im Arboretum, okay. Ja, also es gibt doch eine Möglichkeit, die Wohnkapseln zuzumachen. Alles andere hätte mich auch gewundert, aber ich frage mich halt wie. Also hier sind die offenen, wo kommt denn das raus, diese Jalousie oder was das sein soll? Hier ist nichts, also hier ist nichts, wo das rauskommt. Oder setzen die das immer ganz, ganz merkwürdig ein? Es kann weder aus der Seite rauskommen, noch von unten, noch von oben. Ganz komisches Ding. Ich schau mal nach oben lang. Oh, was mache ich denn? Ach, will nicht oben bleiben. So, konzentrieren, komm. Okay, jetzt sind wir oben.
Strangers Memorien. Ich sollte eigentlich immer noch da unten sein und spielen. Meine Jungs haben mich gebraucht, aber meine Schulter hat einfach versagt. Ich habe versagt. Ich hatte eine Menge signierter Handschuhe dabei und sie wie Süßigkeiten zu Halloween verteilt, aber wie sich herausstellte, kennen sich diese Labortypen mit Sport nicht aus und mit meiner Karriere noch weniger, so kurz sie auch war. Wie wahrscheinlich ist es, dass Mr. Yu mich mit den Neuromods ausstatten kann, die ich brauche, um wieder zu spielen? Der könnte sich sogar ein ganzes Team kaufen und mit den größten Spielern ausstatten, die je gelebt haben. Wenn ich einen Neuromod bekäme, würde dann wirklich ich spielen? Die Liga würde gemoddete Spieler niemals zulassen, aber woher sollten sie wissen, wer gemoddet ist? Oh, das ist also der neue Art, das neue Art von Doping. Charakterbogen. Rosaline Swift. Verdammt. War da noch was? Ich glaube nicht, aber... sicher ist... sicher? Ne. Okay, hier geht's nicht weiter. Habe ich jetzt eigentlich das Ziel abgeschlossen, was da drin war? Ich glaube. Das heißt, als nächstes können wir hier in den Umkleideraum gehen. Oh, da waren einige Besessene noch. Das heißt, da muss eigentlich auch noch so ein Telepath rumrennen. Aber das kann ich mir zumindest nicht erklären. Speichern also mal. Sind wir beide tot? Hoffe, ich muss jetzt niemanden umbringen. Oder es stirbt niemand. Sieht doch schon mal gut. Auch geil, wie viel Munition wir davon haben. 908 Schuss. Wir hatten gerade fast 1000. Keine Ahnung, wie viel Schuss man oder wie viel Energie man immer verbraucht pro Schuss. Dann Transcribe. Emma, hier ist Danielle. Rosalins Schatzkarte. Ah. Ich versuche Abby zu erreichen, aber sie geht nicht dran. Bitte nicht kommen. Emma? Bitte. Nein. Nicht. Emma, ich kann dich kaum verstehen. Bitte Sicherheit. Ist Abby da? Alles in Ordnung bei dir? Das bin nicht ich. Nicht. Ich werde es nicht tun. Du kannst nicht. Oh, ganz viel Schränke. Sehr gut. Munition ist immer gut. Oh, und eine Pistole. Ah nein, wir haben keinen Platz mehr. Es ist schon wieder so weit, oder was? Das gibt's da gar nicht. Wir müssten echt mal unser Inventar wieder erweitern, aber ich will dafür einfach jetzt gerade noch keine Mods ausgeben. Was würde das denn kosten? 6. Oh, das ist echt scheiße teuer, ey. Fuck. Ah, jetzt haben wir wieder Platz. Aber halt nur für die Pistole, das war's. Also eigentlich müssen wir... halt, oh fuck. What? Oh nein. Haben es leider nicht geschafft, ihn zu retten. Was soll's? Aber ich habe ihn halt nicht gehört. Und es labern die ja immer vor sich hin, deswegen. Schade. Er ist auch ziemlich zeitig explodiert, also er war nicht in meiner Nähe. Könnte mir also keinen Schaden anrichten. Ich glaube, von den Anzugreparaturkits kann ich echt mehr recyceln als nur die wenigen, die ich hatte im Moment. Ich habe jetzt 2x10. Also ich finde, so viele davon ist sinnlos. Ich meine, ich kann ja mal einen verwenden. So. Aber jetzt, wenn ich jetzt nochmal 2 finde, macht halt wieder 9 Slot auf, weil man die nur mit 10 stapeln kann. Deswegen kann ich da eigentlich wahrscheinlich alle recyceln bis auf 5 halt. Das reicht wahrscheinlich komplett aus, 5 übrig zu haben. Killer Inside.
Das sieht doch cool aus, das Bild. Oder das Poster, besser gesagt. Okay, halte ich hier drin jetzt alles? Ja, ne? Gehen wir zuerst lang, nach links oder nach rechts? Toll. Ah, ich bleibe einfach hier unten auf der Ebene. Och, fuck, schon wieder voll. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt zurück zum Recycler, weil das bringt nichts. Er ist nicht so weit weg. Geht schnell. Schon sind wir da. Und es lohnt sich ja. Wir brauchen ja die Sachen, um unsere Munition herzustellen. Ist ja nicht so, dass wir hier sowieso schon genügend von dem ganzen Zeug haben. So, jetzt werde ich das einfach. Und davon nehme ich jetzt 5. So, jetzt geht's wieder nicht mit der Maus. So. So. Waffen. Okay. Das liegt ja auch an dem ganzen vielen verschiedenen Essen, was wir haben. Ich weiß halt nicht, ob das System schlau genug ist und die einzelnen Sachen zuerst isst, aber ich glaube, es geht einfach irgendeine Reihenfolge nach und mir ist scheißegal, ob man das dann, ob dann halt irgendwas verbraucht wird, was man einmal hat oder halt 10-mal. Okay. Das war's schon, zurück. Was sind denn das für Anzeigen? Ach so, das sind die Bewusstlosen. Schade, dass ein paar sterben mussten, aber ich denke, es ist realistisch. So wäre es auch in dem Film. Da überleben auch nicht alle. Okay. What? Ich hab da nur extra. Es bringt nichts. Schauen wir nochmal. Wollt ihr mich verarschen? Okay, dann. Wie machen wir das jetzt hier? Hä? Ist doch komplett abgedeckt damit. Die sind echt dumm. Fuck. Ich will hier rein. Aha. Man muss also draufballern wie ein Bekloppter oder was, damit es dann teilweise funktioniert. Egal. Es hat geklappt, das ist wichtig. Wir gehen rein. Ist hier überhaupt irgendwas? What? Da ist ja gar nichts. Das ist einfach nur ein beschissener Durchgang, den ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen habe, als ich von da gekommen bin. Das ist ja komplett sinnlos. Oh. Zum Glück haben wir so viele Schuss von dieser dummen Klugkanone. So, dass es relativ egal ist. Oh, Schwimmbecken. Sieht aber überhaupt nicht freundlich aus. Lass mich raten. Alles voller Mimik. Also ist mindestens. Salmar bewusstlos. Warum sind denn die schon bewusstlos? Hä? Das ist merkwürdig. Normalerweise machen die doch Action. Da ist der Alarm. Brauchen wir aber nicht. Können die explodieren? Die H2O-Container. Geh mal lieber ein Stück weg. Sicherheitshalber. Das sieht ja fast aus wie eine Falle, würde ich sagen. Ich fall mal drauf rein. Ah ne, wir speichern erstmal. Okay, ich habe keine Ahnung, warum die bewusstlos sind. Müsste ja auch noch irgendwo so ein Telepath sein.
Und er ist schon etwas verletzt. Vielleicht sollte ich ihm sein Essen überlassen. Die sind ja auch, der eine ist doch auch erst umgefallen, als ich hier reingekommen bin. Auch merkwürdig. Fitnessbereich, Fenster. Fitnessbereich, Fenster, okay. Warum wird mir das als Ziel angezeigt? Also, verstehe ich auch wieder nicht. Egal. Fitnessbereich, Fenster. Das ist ein Ziel. Wir müssen gleich mal gucken, was für ein Ziel das ist. Sonst ist hier ja auch gar nichts. Soll ja irgendwas versteckt sein, oder? Fitnessbereich. Okay, wir schauen mal nach, was das sein soll. Ziele. Gehe zur Datenzentrale. So, Alex Bürotresor. Gibt Danielle im Fitnessbereich ein Signal. Ah, und das sollte er jetzt machen? Dank Danielles Stimmprobe komme ich nun in die Datenzentrale. Ich habe den... Ach, Quatsch. Danielle Show könnte noch am Leben sein. In einer Nachricht an ihre Freundin schrieb sie, dass sie aus der Station geflüchtet ist und an der Außenseite vor dem Fenster im Fitnessbereich auf ein Signal wartet. Ein Klopfen an die Scheibe. Ach, krass. Morgan? Wenn Sie hier sind, hat Abby es nicht geschafft, oder? Ich... Gerade kann ich nicht mehr für Sie tun, aber seien Sie vorsichtig. Da ist jemand in den Besatzungsquartieren und gibt vor, der Koch zu sein. Sein Tracking-Armband ist aus der Psychotronik, aber... Die ID ergibt keinen Sinn. Ich glaube, er hat Abby getötet. Sorgen Sie bitte dafür, dass er die Station nicht verlässt. Ich werde sehen, was ich von hier draußen tun kann. Solange ich noch kann. Auf Wiedersehen, Morgan. Das ist ja geil. Sehr geil. Und das mit dem Koch hätten wir halt eher wissen müssen, aber ich wusste ja, also ich bin halt leider nicht zuerst hier hingegangen, sondern zuerst zum Koch, dummerweise. Weil er halt auch geredet hat die ganze Zeit. Und zu Proben von der letzten Schuss immer. Töte den falschen Koch. Ja, dafür muss ich erstmal wissen, wo er ist. Gut, dass Sie Chief Show gefunden haben. Jetzt können Sie die Datenzentrale betreten. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren. Also den Koch sehen wir aber gar nicht nochmal wieder, denke ich. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.